Ich sag auf die Plätze, fertig. Zunächst mal mächtig anschieben, 60, 70 Meter, das kostet richtig Kraft. Das ist ein Nachteil gegenüber Willi Stenck nachher mit seinen 400 PS. Und Hermann Mayer, das sage ich auch noch, der hat eine solche Entschlossenheit im Blick, da würde selbst Atze Schröder noch Panikattacken bekommen. Ist jetzt am dritten Tor schon mindestens 100 km/h schnell und nimmt weiter Geschwindigkeit auf. Und das ist vielleicht heute das Problem. Es ist der schnellste Untergrund, den man sich vorstellen kann. Es sind so Kugellager-Eisklötzchen. Schneller geht's gar nicht, hat Hermann Mayer gesagt. Und es ist wirklich diese Sicht und dieser Sprung. Jetzt muss er einfach etwas Geschwindigkeit rausnehmen. Ist jetzt schon auf der zweiten Rampe. Dann geht's nochmal ums Eck. Das ist dichter Nebel, aber der Fahrer Hermann Mayer sieht besser als wir. Die Kameras verdichten das. Ist jetzt kurz vom Ziel. 1,6 Kilometer. Und die Zeit. Wow, 54,41 Sekunden. Da ist er mal locker 6 Sekunden schneller als gestern. Aber das mag auch daran liegen, dass er seine Ski dabei hat, mit denen er 2009 noch Lake Louise, die Hochgeschwindigkeitsabfahrt, gewonnen hat. Klasse Stunt, super von Hermann Mayer. Herzlichen Glückwunsch, Hermann Mayer. 54,416 Sekunden schneller als gestern. Ist ja Wahnsinn. Unglaublich, ein gut gewachsener Ski. Hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht. Ein bisschen eine schwierige Sicht, aber... Ja? Interessant, großer Spaß. Wunderbar, dann sage ich jetzt mal, Willi, du fährst auf Anfang. Du machst dich startklar. Willi macht sich jetzt startklar. Wunderbar, das ist laut. Ja. Danke. Guck mal, jetzt haben wir da hinten einen Flitzer. So. Ja, wo soll ich hin? Hier, da hin. Guck mal, wir haben einen Flitzer. Ja, wir haben einen Flitzer hier noch. Wie, ihr habt einen Flitzer? Hier ist gerade eben ein Flitzer. Ja. Willi, wir hatten gerade einen Flitzer auf der Strecke. Wer weiß, vielleicht wollt ihr dir imponieren. Ne? Der hält ja auch, naja, nackig beide Daumen. Willi, bist du bereit? Willi ist bereit. Ich wollte das schon immer mal sagen. Leute, top, die Wette gilt und Willi! 400 PS entfachen einen höllischen Lärm und jetzt geht's den Hang auf. Das sind fast 60% Steigung. Und ich kann Ihnen sagen, Willi Stengen hat Morgensterne als Reifen am Auto. Die Dinger sind 3,5 cm lang. Spikes, die sich reinkrallen in diesen Schnee. Und bislang ist er sehr gut im Zeitplan. Da ist er gestern in der Probe noch hängen geblieben. Aber da war der Schnee auch noch nicht so durchgefroren. Riesensprung bergauf. Die letzte Kuppe. Ganz eng am Tor vorbei. Willi Stenck 97,2 Kilometer pro Stunde schnell. Mit diesem Subaru Impreza, den er seit 2 Jahren hat. 95 war er Staatsmeister. Und diesen Hebel hier, das ist der senkrechte Handbremshebel, den will er gar nicht benutzen. Hat er auch noch nicht benutzt. Das Ziel hat er vor Augen. 58, 59 ist langsamer als Hermann Mayer. Aber das ist die beste Zeit, die er in diesen Tagen gefahren hat. Klasse Leistung von Willi Stenck. Glückwunsch. Auch wenn er langsamer ist. Mensch gegen Maschine, Mensch hat gewonnen.